So, da sind wir wieder. Und natürlich habt ihr recht, das war Südamerika, nicht Südafrika. Und ja, ihr habt den Test bestanden, den ich euch gestellt habe. Ihr habt sehr gut aufgepasst. In Afrika haben wir noch gar nichts. Da haben wir zwar erkundet, aber da gibt es doch. Oh, da war ich letztes Mal im Urlaub hier drüben. Letztes Mal vor ein paar Jahren. Nee, Mauritius nicht. Bourbon müsste das sein. Da haben wir auf alle Fälle noch nichts. Da müssen wir aber auch wahrscheinlich noch was bauen, damit wir kolonisieren, damit wir hier unseren Weltenumsegler auf Reisen schicken können. Der muss ja irgendwie hier durchkommen. Und wahrscheinlich kommt er hier unten durch dann. Das hier ist ja auch ein schönes, ne? Da, vielleicht sollen wir hier. Oh, da lebt schon jemand. Das ist ja ärgerlich. Wieso lebt denn hier schon jemand? Wer hat sich hier das Recht genommen, schon zu leben? Da müssen wir halt hier irgendwo anfangen. Oder hier ganz unten. Ist hier nicht die Elfenbeinküste? Kap der guten Hoffnung. Dann machen wir hier unten. Wie viel haben wir denn jetzt momentan zum Kolonisieren? Drei Stück, da geht noch eins. Ich bin im Koloniefieber. Was? Da gibt es auch Gold. Das ist ja noch ein Grund. Mehr hier unten. Oh, da sehen wir noch nichts. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Und außerdem ist hier noch ein wichtiger natürlicher Hafen. Da gibt es ja überhaupt keine Frage. Gut, und jetzt führen wir wieder mal Krieg hier gegen die Eingeborenen. Den hier können wir auch noch kurz ausradieren. In Quich. Haben wir hier einen Kriegsgrund? Ah, da haben wir noch keinen. Ah, Mist. Müssen wir jetzt hier für die extra einen Kriegsgrund machen? Yep, für alle. Das ist ärgerlich. Na gut. Dann ziehen wir unseren Diplomaten ab hier. Hatten wir nicht schon mal vier Diplomaten? Jetzt haben wir wieder nur noch drei. Wahrscheinlich auch, als wir Papst waren. Dann schickt man einen hierher. Nach Quich? Nee, hierher, nach Quich. Nein, nicht Krieg erklären. Was denn los? Ist es schon spät? Und hier einher. Was? Diamantenfieber in Afrika? Druckerpresse für Österreich, Druckerpresse förderte? Okay, Druckerpresse können wir noch nicht fördern. Da müssen wir gleich mal reinschauen dann. Da müssen wir gleich mal hier reinschauen irgendwo. Da habe ich vorhin schon geschaut. Wie sieht es denn hier aus? Oh, langsam aber sicher kommt das auch bei uns an. Das ist ja blöd. Das hier unten in Portugal, wie kommt die denn hier runter? Wie kommt denn hier die Druckerpresse? Oh, da ist sie ja schon. Dann müsste doch hier eigentlich schon gefördert in 0 von 77 Provinzen, weil die noch nicht fertig sind. Die sind noch nicht fertig mit Fördern. Aha, 1585 erst. Oh, in 15 Jahren erst. Das dauert noch. Ärgerlich. Schau mal kurz auf die Hab dich lieb Karte. Tunesien geht. Frankreich kann uns gar nicht leiden. Die werden irgendwann zuschlagen. Es sei denn, wir sind dann schon so groß. Minus 200. Yep. Dafür mag uns Österreich umso gern, umso besser. Und die sind doch immer noch. Sind die immer noch hier? Ja. Wie sieht das denn jetzt aus? Was ist denn hier los? Oh. Protestantisch und katholisch. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da spaltet sich das Ganze ja auf. Da dauert's. Da schau her. Können wir noch eine Kernprovinz machen? Nein, können wir nicht. Ah, wir haben viel zu wenig Machtpunkte. Das nervt. Aber wir haben dafür etwas mehr Geld. Das heißt, das hauen wir gleich mal wieder auf den Kopf hier. 25. Raus damit. Wir haben noch plus 18. Verbesserung der Marinetechnologie. Man behauptet, dass ortsansässige Fischer Verbesserungen im Schiffsbau entdeckt haben. Würden wir ihre Schiffe sorgfältig studieren und einen Nachbau versuchen, würden unsere Marinetechnologie nach Ansicht unserer Admiräle zukünftig stark davon profitieren. Geld spielt keine Rolle, naja. Oder 10 diplomatische Macht.
Inflation, wie stehen wir denn da? Will ich eigentlich nicht. Ich eigentlich nicht. Wir nehmen mal die 10 Machtpunkte. Einigung mit Eingeborenen in Panama, sehr gut. Ah ja, also Spanien ist schon wahrscheinlich eines der einfacheren Länder, oder? Gerade für Anfänger auch irgendwie noch zu handeln, habe ich das Gefühl. So, hier oben, Massachusetts. Stehen ja auch noch mal. Ah, okay, die haben jetzt schon eigene Truppen. Das ist sehr gut. Na gut, dann breiten wir uns hier mal aus. Die Frage ist hier bei den Bergen, ob man hier, doch, hier sind auch Provinzen. Aber die sind alle noch nicht kolonisiert. Ah, okay. Kolonialer Enthusiasmus. Was? Ein neues Leben erwartet euch in den Kolonien. Eine Chance auf einen Neubeginn im goldenen Land der Möglichkeiten und Abenteuer. Das Leben in einer Kolonie ist nicht wirklich so, doch die Leute glauben es nur zu gern und stehen Schlange, um zu einer Kolonie reisen zu dürfen, bevor die Gelegenheit weg ist. Diese Narren. Großkreuz, wir bleiben katholisch. Sind ja Spanien. Kastilien wird als einsteigerfreundlich gekennzeichnet. Okay, das ist gut. Baumwollindustrie. Wirtschaftliche Entwicklung geht nicht immer ohne Konflikte vonstatten. Anscheinend haben reiche Händler in einigen unserer von Bürgern dominierten Städten versucht, mehrere Gildenprivilegien durch die externe Vergabe von Arbeiten, die kennen wir auch schon. Wir können dem Fortschritt nicht im Weg stehen. Bürger verlieren 15 Loyalität, das könnten wir uns leisten. Unruhe plus 8, uiuiui. Nö, dann nehmen wir doch lieber die Gildenprivilegien schützen. Gewinnt 15 Loyalität. Erlangt Einfluss, ist auch okay. Ja. Gut, wir sind hier schon über den 20. Da steht er. Ist das hier Quiche? Ja. Das heißt, wir können hier schon einen Anspruch fingieren. Und gleich mal einmarschieren. Sobald unser Diplomat wieder zu Hause ist, der erst wieder zurückfahren muss. 70 Tage zurück, da kann ich kurz mal einen Keks essen. Während der fährt. Die Bahamas sind fertig. Das ist schön. Friesland hat das Angebot angenommen, von Österreich zur Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich ernannt zu werden. Okay. Oh, wir tauschen nur kurz unseren General. Das ist ja wichtig. Den brauchen wir ja hier momentan nicht. Wo stehen denn die 5000? Was machen die denn hier oben? Und wieso ist das so grün? Hä? Ach, da sind sie. Da waren sie so grün, da habe ich sie komplett übersehen. Die marschieren immer noch, das ist schön für sie. Was? Wieso haben die denn keinen Anführer? Ist der gestorben? Ah, habe ich den nicht zugeordnet? Jetzt bin ich aber verwirrt hier. Das müssten doch unsere Konquistadoren sein. Unser Konquistador. Genau, die sind hier. Die sind auch hier. Das sind die 12.000. Ja, dann stehen die hier wahrscheinlich schon seit
Monaten sich die Beine in den Bauch. Wieso habe ich denn den Konquistador verloren? Komisch. Dann bekommt ihr jetzt den Anführer. Und zieht mal kurz hier in die Schlacht. Das sollte ja relativ schnell gehen. Familiengeheimnis. Das erste Mal überseht ihr es einfach. Aber als es ein zweites und drittes Mal passiert, werdet ihr stutzig. Warum lachen die Leute über euch, wenn sie denken, dass ihr sie nicht hören könnt? Nachdem ihr euch erkundigt habt, erfahrt ihr es endlich vom Hausmädchen. Es scheint, dass euer Nachfolger in der ganzen Stadt auf höchst unchristliche Art herumgelaufen ist. Nun winkt eurer Familie in ganz Europa Spott und Hohn. Bestraft ihn öffentlich oder Anspruch des Thronfolgers minus 10. Ach, der hat ja eh stark. Gut, dann nehmen wir dich hier ein, da können wir ja auch sogar abspalten. Kernprovinz können wir noch nicht machen. Ah, brauchen wir. Wieso können wir denn gar keine Kernprovinz machen? Oh, wir können auch noch eine. Habe ich ganz vergessen. Oh, zu viele Meldungen auf einmal. Kolonie selbst erhaltend, Trinidad. Und Giftstein. Oh, hör auf. Pause. So, Heretiker konvertiert. Giftstein. 9 Pferde sind durch giftige Pflanzen gestorben und die Expedition war gezwungen, 2 weitere Pferde zurückzulassen, die dem Tode nahe waren. Ein verfluchter Ort, an dem es nur giftige Pflanzen und Tiere gibt, und der Konquistador bereute jemals die Entscheidung getroffen zu haben, dort ein Lager aufzuschlagen. Eine riesige Felsformation bot Schutz vor den rauen Winden, die direkt durch sie hindurchwehten. Doch Giftstein, wie der Konquistator ihn nennt, ist weder ein Ort für Mensch noch für Tier. Fahrt zu Fuß fort, wenn ihr müsst. Ja, 160 Kilometer wieder. Ich wollte doch eigentlich noch schauen wegen der Kultur. Wir haben ja da einen zusätzlichen Kulturpunkt erhalten. Jetzt müsste ich nur wieder finden, wo das eingestellt werden kann. Hier. Geförderte Kulturen 3 von 4. Das heißt, wir können hier ja jetzt katalanisch fördern. Mit 16%. Machen wir. Alles kostet Machtpunkte. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Rebellenaufstand 80%. Wo denn? Marokko. Kein Problem. Lasst sie nur kommen. Bei der Technologie sind wir jetzt schon wieder minus 10, minus 5. Ich komme da nicht hinterher. Wahnsinn. Vielleicht sollten wir uns doch mal bessere Verwalter gönnen. Wir haben jetzt hier plus 23. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn einer stirbt. Enrique hat seine Mission beendet. Erkunde Nordostpazifik. Also, der ist fertig. Dann machen wir mit dir gleich mal weiter. Erkunde Küste des Nordostpazifik. Muss man ja immer noch extra machen, offenbar. Ah, minus 28. Wir haben immer noch zu viele militärische. Ja, das ist halt blöd, ne? Jetzt haben wir eh nur einen Armeeanführer, aber durch den Konquistador und den Entdecker sind wir schon ein zu viel. Die Provinz von Sus wird als Teil unseres Besitzes angesehen. Gut. Hey, da geht auch nichts vorwärts mit den Kernprovinzen hier. Truppen von Kenai. Unsere Expedition ist auf feindselige Einheimische aus Kenai gestoßen und musste aus der Provinz fliehen. Einige Mannschaftsmitglieder waren von Bord gegangen, um frisches Wasser zu suchen, und kamen zum Schiff zurück, als 5 einheimische Kanus mit bewaffneten Männern auftauchten. Die Mannschaft wendete ihr Boot und eilte zurück zum Schiff, die Kanus im Nacken.
Eines der Kanus holte das Boot beinahe ein, doch als die Männer sich auf einen Kampf vorbereiteten, wurde das Kanu langsamer, als wartete es auf die anderen. Das Schiff konnte entkommen, einige Mannschaftsmitglieder wurden jedoch verletzt. Ein vergifteter Pfeil traf einen der Männer im Bein. Obwohl die Wunde mit Urin und Olivenöl desinfiziert wurde, wissen wir nicht, ob der Mann überleben wird. Wir verlieren Dukaten, das können wir uns leisten. Oder Prestige, wir nehmen lieber mal das Geld. Ja, wie lang kann denn das dauern hier? 21%, okay. Kolonialabenteuer. Es scheint, als ob mit der Entdeckung der neuen Welt in die wohlhabendste Phase unserer Geschichte eingegangen sind. Doch trotz unseres immensen Reichtums der Huana, die erste, die Finanzierung einer der mächtigsten Armeen der Welt erlaubt, war es ja bislang erfolgreich in seinen Versuchen, eine starke Seestreitmacht auf die Beine zu stellen. Ja, machen wir eigentlich nicht. Kosten diplomatische Technologie minus 10%. Okay, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Okay, jetzt sind wir schon bei 90 hier bei Marokko. Wir unterdrücken die mal. Und die Belagerung ist zu Ende. Wir holen uns Quich und Kohle. Portugal und Quich sind nicht erfreut darüber. Und wir haben eine weitere Provinz. Und natürlich gehen wir jetzt gleich weiter auf Einkaufstour. Ob ich EU im Multiplayer spiele? Wahrscheinlich eher nicht. Da ist nämlich immer so das Zeitproblem, dass man sich immer ja, einigen muss, wann man spielt. Und ja, da ist man immer relativ gebunden. Und wenn ich spiele, dann spiele ich auch meistens immer nur vielleicht so ja, 1, 2, 3 Stunden und nicht länger. Daher wahrscheinlich eher nicht. Dazu kommt dann noch, dass das Spiel ja sowieso, ich habe es, glaube ich, im letzten Stream schon gesagt, dass da, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, wenn man das im Multiplayer spielt, dass das so aufregend ist, weil ja da doch jeder für sich gesehen mehr oder weniger sein Ding macht und ab und zu greift man vielleicht mal jemanden an, aber so richtig gegeneinander oder so spielt man da ja wahrscheinlich eh nicht. Habe ich jetzt die Vorstellung. Keine Ahnung, ob das so ist. Oder ob ich da was ganz irgendwie falsch rein interpretiere. Aber so stelle ich es mir halt vor. So, wir erheben den Anspruch. Müssen wir jetzt hier noch. Kernprovinz. Missionieren können wir nicht. Momentan. Missionieren können wir nicht, das ist okay. Wir haben immer noch die Unruhen. 80% hier. Das ist wie Crusader Kings 2. Man sagt, dass man freundlich ist und dann dauert es 20 bis 30 Minuten, bis einer dem anderen das Messer in den Rücken rammt. Genau. So, die haben ja auch gerade Krieg mit Tlaxeken. Ob das so gut ist. Wir machen es trotzdem. Eroberung. Colima und Aztekenreich sind mit dabei. Kein Problem. Denke ich mal. Ich hoffe, ihr unterschätzt die jetzt nicht. So, und wir stürmen gleich mal los hier. Holen uns die 3000. Oh, da verschwinden sie auch schon. Dann Nordostpazifik wurde erkundet. Druckerpresse förderte, aha, Portugal, ja, sind durch. Dann Nordwestpazifik. Ah, wir bekommen sie nicht, leider. Ah, doch, jetzt haben wir es. Dann spalten wir euch auf. Oh, und da sind auch schon wieder 9000. Wahnsinn. Hat der... Die Frage ist, gehört dem jetzt das auch hier? Nee. Tarasken.
Mixten. Nee. Da haben wir hier 14.000, 71.000. Landwirtschaftliche Revolution. Wie wir konnten unsere landwirtschaftliche Produktion durch die Einführung neuer Techniken wie für Plantagen, Bewässerung und Landorganisation verbessern und somit unserem Land mehr Steuereinnahmen bescheren. In die Armee investieren oder die Steuern nach oben schrauben oder die Manufakturen werden davon profitieren. Wenn wir in die Manufakturen investieren, das mache ich jetzt mal, dann müsste sich doch das auch oben in Quarsenis, da haben wir wahrscheinlich gar keine. Können wir da noch welche bauen? Quarsenis, können wir da gar nichts bauen? Nö, dann machen wir das mit den Steuern. Steuern gehen immer. Wenn du mal etwas Schweres spielen willst, starte mit den Azteken. Ich glaube, dass ich mal vor einem Jahr oder so, als ich mal auch eine Phase hatte, wo ich Europa Universalis angespielt habe, aber nicht jetzt so intensiv wie hier jetzt, da habe ich einmal mal zum Spaß die Azteken genommen und habe, glaube ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so habe ich überlebt und dann ging alles den Bach runter. Gut, da wusste ich auch nicht wirklich, was ich tue. Und hier habe ich ja Gott sei Dank euch. Aber trotzdem, das war schon irgendwie ganz komisch. So ähnlich wie es uns mit den Bayern in diesem Let's Play ging. Der hat doch hier nur die drei Provinzen, so wie ich das sehe. Mehr hat er nicht. Das heißt, wenn wir die drei haben, dann ist hier Schicht im Schacht. Es ist jetzt Kernprovinz, okay. Dann müssen wir noch missionieren. 5,5. Ja. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben immer noch einen. Jawohl, dann schicken wir den auch noch. Und hier. Ihr könnt keine Missionar in eine Kolonie schicken. Ein Kolonist aber wird die Bewohner zum Waren klauen. Ach so. Am Kap. Aha, aha. Da ist er ja noch nicht fertig hier mit der Kolonisation. Die nächste ist Tierra del Fuego. Hier sind wir fertig. Fanatiker erhob sich in Fez. Das ist natürlich schade, aber die werden wir gleich mal niederschlagen. 25.000, da brauchen wir ja nicht mal alle beide Armeen. Sicher ist sicher. Ihr wisst ja, wie ich denke. Von daher ziehen wir doch mal alle beide zusammen und holen uns die. Vor allem, weil wir auch keinen Anführer haben. Und da sind sie auch schon weg. Wir teilen die wieder auf. Halbieren die. Unsere Burgen, ne, die könnten wir ja auch normalerweise wieder runterfahren. Wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt. Und wir haben immer noch erst 12%, komischerweise. Das ist etwas seltsam. Frankreich ist bei mir neuer Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Österreich ist Vasall von Polen. So kann es gehen. Viele der Burgen kannst du auch. Ich kann auch Burgen löschen. Was? Okay. Hier zum Beispiel, hier oben, sollen wir die hier löschen? Mani? Ich kann die auch löschen. Wo kann ich den Burgen löschen? Und wieso sagt mir das keiner von euch? Burg, muss ich die hier rauslöschen? Oder im Diplomatie kann doch nicht sein. Was ruiniert die Armeetradition, wenn ich Burgen lösche? Aber wir haben, stimmt schon, wir haben schon relativ viel hier, oder? Wir haben hier 1, 2, hier stehen auch gleich 3. Da geht es eigentlich, da würde ich sogar lassen, hier oben in Spanien. Ach so, auf meinem Gebiet kann ich nur die Burgen löschen. Wir schauen mal kurz hier. Ah, okay, und da kann ich die wieder rausnehmen, wenn ich die hier wahrscheinlich
die Burg hier rausnehmen? Und wieso hat die Stufe 2? Seit wann kann ich den Burgen upgraden? Aha, naja. Aber hier könnte man zum Beispiel doch auch zwei Burgen löschen, oder? Das macht doch keinen Sinn hier. Stufe 2, ich lösche einfach mal eine. Kostet schließlich 1 Dukaten. Ich habe noch nie eine Burg gelöscht. Zack. Okay. Wir können in eine Idee investieren. Und zwar beim Militär. Ja, schauen wir mal, was wir da bekommen. Defensive Mentalität. Unterhalt Festungen minus 10. Das ist schon mal gut. Und Festungsverteidigung. Das machen wir mal. Es ist töricht, der Meinung zu sein, Angriff sei die beste Verteidigung. Stattdessen sollen wir den Feind auf uns zukommen lassen und ihm mit einem Gegenangriff begegnen. Unsere Truppen werden verbissen die Stellung halten und unsere Festungen länger standhalten. Du siehst, ob du genug Burgen hast, wenn du deine Maus über die Armeetradition hältst. Wenn es 1 ist, hast du genug, unter 1 ist zu wenig. Die Armeetradition finde ich wahrscheinlich hier drinnen. Armeetradition? Da sind wir bei 47. Da sind wir bei 47, das ist aber mehr als 1. Bin ich hier richtig? Oder? Aber was anderes gibt es hier nicht. Das hier ist die Armeetradition, ne? Und wo muss hier übereinstehen? Da steht ja 47. Bemannte, nicht veraltete Festungen ist unter 1. Okay, aber wie bekommt man denn bemannte, nicht veraltete Festungen, wie bekommt man denn die dann über 1? Dann müsste ich ja jetzt mit 0,89, müsste ich ja nochmal mehr Festungen bauen eigentlich. Wenn ich das richtig verstehe. Papst verurteilt die Sklaverei. Papst Paulus II. Hat eine neue päpstliche Bulle verordnet. Die Sublimis Deus verbietet die Versklavung der Indianer im Westen und Süden und aller anderen Menschen. Was? Sehr doof. Wir halten 5 Papst Einfluss. Aber die Zölle fallen für 10 Jahre um 5%. Na gut. Pro 75 Entwicklung brauchst du eine Burg. Okay, jetzt geht es aber sehr ins Detail. Da steige ich ja schon wieder aus beim Namen. Unsere Kolonie wurde vom römischen Fieber heimgesucht. Unsere Kolonie in Tierra del Fuego wird von einer Krankheit heimgesucht. Sie ist so verheerend, dass das Risiko besteht, dass die Kolonie untergehen wird. Die Eingeborenen scheinen immun zu sein, doch unsere Kolonisten sterben wie die Fliegen. Entsendet jemand, um darauf zu reagieren. Oder die unter Quarantäne stellen, würde ich fast sagen. Wenn da jemand entsendet wird, dann bringt er ja das Fieber raus. Lasst uns für das Beste hoffen und beten. Ja, machen wir mal beten. Wir haben es ja jetzt nicht eilig mit den Kolonien. So, Spanien erhält kolonialistischer Enthusiasmus bis 1583 für 10 Jahre. Gut, freut mich. Oh, wir haben offenbar eine Mission erfüllt. Was haben wir denn für eine Mission gehabt? Was war denn unsere letzte Mission? Ich bin ja... Hä? Ich weiß noch die Mission hier mit Sus, aber anschließend... Ah, die Kolonie! Das war die Kolonie. Hier, Panama. Ist die jetzt fertig? Nö, die ist ja noch nicht fertig.